Und es kommen junge Deutsche. Das jüngste deutsche Doppel, Robin Gohlke, David Gamm. Nächstes Wochenende also in Winterberg auf der Heimbahn. Der Heim Grand Prix. Und jetzt hier siebter Rang. Oh, da zieht sich ein bisschen der Bauch zusammen. Die haben die Starteinfahrt nicht ganz so optimal genommen und sind dort vors Eck gefahren. Das ist nicht nötig und die werden sich wirklich ja, jetzt so Zehen zusammenbeißen. Strecken, das sind jetzt 7000stel der Vorsprung gewesen. Ja, du verbrauchst damit natürlich auch Geschwindigkeit und das sieht man auch hier. Also dieser Fehler dort oben, immer wenn ein Fehler gemacht wird und der Schlitten ist noch langsamer, dann wirkt sich das immer wesentlich krasser aus. Und so 66000stel, ist natürlich bitter, wenn man jetzt sieht, die hätten das Ding hier ganz klar ziehen können und wären mindestens Siebte geworden und jetzt fallen sie einen Platz zurück und die Russen bleiben vorn stehen. Ja, jetzt kann man es wirklich mal sagen, das war ein Fehler. Definitiv. Dort fehlt dann die Geschwindigkeit. Christian kommt vielleicht heute zum Herrenrennen zu mir, freue ich mich schon drauf. Die haben die Startkurve definitiv schon besser genommen als die vorhergehenden Startern mit ja, möglichst nur einmal ranzufahren und nicht doppelt. Gut gemacht. Also das dienstälteste Doppel, was es im Augenblick gibt und vielleicht was es jemals gegeben hat. Über 20 Jahre fahren die schon seit dem Kinder- bzw. Jugendbereich zusammen Doppel und holen immer noch Medaillen, diese Wahnsinnigen, und liegen auch im Augenblick vorn. Ganz sanfte Bewegung, sehen Sie das? Also mit der Erfahrung dreht man auch nicht so schnell durch oder bekommt Panik, sondern das macht da ganz, ganz cool und rettet hier 44000stel ins Ziel. Auch wenn es nicht die schnellste Laufzeit war in diesem reinen Lauf. Am Ende wird zusammen addiert und damit war es schon wieder eine Top-6-Platzierung für Christian Oberstolz und Patrick Huber. Super gefahren, gestern den Nationencup mit einem Startrekord. Der ist dann heute wieder zu Eggert Beneken gewechselt. Waren aber trotzdem die zweitschnellsten Starter. Bernhard Glass sehen wir dort oben, früher auch für die Deutschen gearbeitet. Danke an die Regie, wird dann nochmal groß gezeigt. Der jetzt seit einigen Jahren für Kanada arbeitet. Haben sich ja vor den eigenen Olympischen Spielen in Vancouver ein internationales Team, zum Großteil aus Deutschen bestehend, zusammengekauft. Und Bernhard ist einfach dort geblieben. Und dann im Sommer immer mal wieder zu Hause, nach Hause, in Thüringen. Man kann es ihm nicht verübeln. Kanada ist wirklich ein sehr traumhaft schönes Land. Ich bin da auch gerne zu Besuch. Kann ich nur unterschreiben. So, also, jetzt gehen Sie in den grünen Bereich mit einer Zehntel. Den Zweien wünscht man wirklich sehr, zwei solide Läufe mal runterzubringen. Zur WM nach dem ersten Lauf auf Platz 3 gelegen, dann wieder ein Lauf runtergewackelt und wirklich mal das Ende super zu erleben wäre. Den jetzt sage ich dir, wird's eng hier, denn wir wissen ja, dass Oberstolz-Gruber unten raus immer noch mal richtig gut kommen. 35000stel sind das nur noch. Das kann eine 1000stel Entscheidung werden hier. Für die Kanadier oder Italiener. Ach, 19000stel. Das war so ein bisschen, als sie, wie die Amerikaner oder Nordamerikaner allgemein ja auch sagen, als sie angefangen haben zu bluten. Also als sie angefangen haben, Hundertstel für Hundertstel.